Graf Volko, lassen wir raus, warte mal, bekehren. Na, müssen wir jetzt einmal gucken, dass wir mal ohne Kriege ein bisschen durchkommen. Das wäre schon irgendwie gar nicht so schlimm. Noch den und der mag uns nicht, deswegen bleibt er da, wo er ist. So, sollte bei der Kontrolle stark helfen, dass das jetzt hier alles die und auch ein bisschen Geld, das wird auch wieder Zeit. Unsere Armee, die sich langsam wieder erholen muss. Kümmern wir uns mal wieder ein bisschen mehr um Dinge kümmern, die vielleicht weniger gewalttätig sind. Erstmal zumindest. Er sollte ermordet werden, ein Gast von mir, das ist nicht schlimm. Habe ich denn mit dem zu tun? Was haben wir denn da? Passiert. Er lag seinen Verletzungen. Oh, mein Ratsmarschall war das. Ja, das ist verständlich. Ha! Dich? Im Leben nicht lasse ich dich frei. So, wohl nicht alle. Wie kommst du in den Kerker? Königin. So. Oh, hier verlieren uns langsam die guten Leute. Was ist das denn? Der ist zierlich. Hinterlistig. Das ist ein Champion von mir. Können wir mal einen Komplott machen. Könnten wir hier irgendwas tun? Wir schon da oben so drin hängen. Auch hier unten, ne? Also wie hier das gallische Dorf von Asterix und Obelix, ja, so klein, aber alles drumherum, dieses riesige Kaiserreich, was sich jetzt hier nach Barcelona verzogen hat. Aber da können wir jetzt eh nichts mehr machen, die sind jetzt mit dem byzantinischen Kaiserreich verbündet da. Haben ja keine Möglichkeiten mehr. Da muss man mal ganz ehrlich sein, da haben wir keine Chance. Ich hoffe, der tut den Krieg nicht uns erklären, weil da haben wir nämlich ein Problem. Sind beide noch recht jung. Die sind beide noch so jung. Scheiße, ey. Kann doch echt übel werden. Ja, unsere Einheiten erholen sich langsam. Sind wieder bei 20.000 Stärke.
Wir haben echt starke Krieger verloren, unser Rasmarschall. Jetzt können wir an beiden Stellen nicht weitermachen. Wir können hier nicht weitermachen, um den Rest von Italien zu kriegen für das Pontifikat. Und wir können hier nicht weitermachen, weil Franzien sich auch noch mit denen hier verbündet hat. Das heißt, das ist unmöglich. Irgendwas. Von euch. Das ist mein Erbe, genau, der ist Alter, wir haben immer nur so Kackkinder, ey. Dann der. Der ist gut, Erbe, die wieder. Oh, der kriegt keine Kinder, dafür sorge ich. Er ist ruhig, stattlich. Tochter, die ist, oh, die ist mit dem von den Kanarischen Inseln verlobt, ja. Ja, schon wieder 11 Gefangene, wo sind die jetzt schon wieder so schnell dazugekommen? Nein. Bekehrung ist der einzige Weg, meine Leute, die Bekehrung ist es. Der einen denn hier? 200 kriegt man für die. 200. Bleibt aber da drin, das sage ich euch. So, mehr Teile. Ah, du hast ja mit deiner blöden Mutter nichts am Hut, du darfst gehen. So. Ja, ist okay. Du kannst dir deine nicht leisten, sondern Herzogin Antoinette. Kannst du das auch nicht leisten, ja, dann bleibst du halt auch im Gefängnis. Mir ist das ja relativ egal. Das Gefängnis hier in dem Spiel ist groß. Passen viele Leute rein. Oh, wieder das. So schön. Ja, wir haben uns erholt, besser als je zuvor. Wir könnten jetzt mal wieder eine kleine Offensive starten. Franzien und das Byzantinische Reich fallen auf jeden Fall leider weg. Da können wir leider nichts tun, was uns glücklich macht. So, Island. Wie wär's denn mal mit Island? Sudreland. Wo ist Sudreland? Oder der halt. Ja, das den Krieg hier machen wir auf jeden Fall. Da ist 7000.
Weil das gehört uns, die Ecke. Die will ich haben. Und dann geben wir mal einem einen verlorenen Anspruch. Wie stark ist der? Er hat keine Verbündeten, hat 2600 Kampfkraft. Teilen wir uns auf. Jetzt hat das Ding schnell gewonnen. Ist so. Ja, ne? Es kann nicht sein, dass die Karte ganz rot ist und dann da unten dieses graue Fleck. Nee, das. Das stört einen dann nur. Königreichs-Gain finde ich relativ interessant, weil die letztes Mal hier einen Aufstand gemacht haben. Dann ist es besser, wenn ich das Königreich habe, weil ich mache keinen Aufstand gegen mich selber. Nach einer langwierigen Audienz weigert der Zunftmeister scheinmäßig noch weiter nachzugeben. Zu einem niedrigen Preis ist es nicht möglich. Wir haben geschafft. Steinmetz hat ja auch ein bisschen was mit Kultur zu tun, ne? Da muss man mal ein bisschen Geld ausgeben, glaube ich. Ostsachsen, ja, gut. Macht ihr mal. Ihr seid dann nachher eh reif, sobald ich das da habe. Ich hätte das mit den Belagerungsmaschinen natürlich eher nach da schicken sollen. Blöder Fehler. Ja, auch schon Belagerungsmaschinen, obwohl sie sonst nicht stark sind, aber ja. Die haben auch relativ gute Armee, muss man sagen. Denn ihr jetzt hin? Wieder für Gefangene. Kehrung, weiße doch. Herzog Beelzebulf.
Was? Altersschwäche. Wieder. Also unser Ratskanzler, der wechselt so schnell wie manche die Unterwäsche im Moment. Das ist ja grauenhaft. 24 ist natürlich stark. Weil der mag uns halt gar nicht. Ne? Und er. Neues Interesse wählen. Erreicht. Haben wir im Moment gar nichts. Ja, kann ich da jetzt wieder bauen? Nee. Entscheidung unter Passung. Vasallensteuer plus 10%. Und war das die Kranke? Jetzt ist sie doch gesund. Komm, dann können wir hier mal matrilinear denken, ne? 40, 16. Die ist, oh, die ist wund, die ist hübsch und intelligent. Das heißt, da sollten wir echt mal gucken, eventuell. Was ist die Frage, ne? Liebesbläschen, nee, meine Tochter kriegt doch keine, dann in Großstadt Hamburg. Oberbürgermeister von Hamburg ist ja prima. Ist vielleicht was Gutes, aber wenn einem halb Europa fast gehört, dann ist das ein bisschen wenig. Und Ansprüche.
Luxemburg haben wir schon. Ab wann gehört uns das? Vererblich ein Riese zu werden? Wie scheiße ist das denn? Ich machen. Die Death war 40, aber das ist. Ein bisschen matrilinear, ein bisschen nicht matrilinear, ist ja alles super. Unser Erbe, der kriegt gute Werte langsam, aber. Gut, dass wir den nicht haben, ey. Aus den Worten. Wenn sich jemand Mühe macht, muss auch was gelobt werden. Wir haben ein bisschen Problem. Leon ist da, ist noch da. Osnabrück, Osnabrück. Und wir können halt im Moment nichts richtig machen. Hier Bayern, was ist mit Bayern? Ich glaube, ich habe im richtigsten Moment überhaupt auf dieses Zeichen geklickt. Bayern hat noch eine Stärke von 200 und hat keine Verbündeten. Tut mir leid. Keine Zeit. Das ist die einmalige Chance, die. Anspruch, Blödsinn, Anspruch, Blödsinn, Königin Margarita, Pizza, nee, ist auch Blödsinn, Königreich überfallen. Wir werden nicht dazu kommen, anderweitig Kriege im Moment zu führen, wie gesagt, wir können uns das gerne nochmal angucken, weil die, meine vorrangigen Ziele waren eher. Er ist erst 39, geht nämlich nicht, weil er mit ihr verbündet ist. Und die ist auch erst 41 und der gehört das alles hier. Und die beiden zusammen, die uns auch noch eingekreist haben, also die sind einmal vom Westen, einmal vom Osten, können wir den Krieg vergessen. Also sehe ich Bayern doch als eine, zumindest als Alternative. Man kann halt einmal pro Spieler diesen König, ihr Königreich einnehmen, machen. Deswegen weiß ich nicht, warum ich das nicht machen sollte. Wenn wir uns wollen das Königreich Bayern. Das war natürlich großer Zufall jetzt, dass wir das gesehen haben, dass der absolut blank ist, dass Bayern eigentlich so gut wie vernichtet ist. Teilen
jetzt wieder auf, ihr beide. Dahin. Das ist ein geschenktes Königreich in dem Fall. Das ist alles, alle Kampfkraft, die Bayern hat. Und Mifis. Eingenommen fast. Das macht uns natürlich mal wesentlich stärker. Ist schon nicht schlecht. Ja, wir nehmen da gerade ein. Dann gibt es da direkt aufs Gesicht, wenn wir eingenommen haben. Das ist ein saumäßig schneller Krieg. Wir haben halt nichts. 95% schon. Wie gesagt, das war Glück pur, dass ich jetzt einmal auf Bayern geklickt habe und gesehen habe. Sind ja komplett im Eimer. Gibt es nochmal richtig viel Land. Ist aber mal schön, nach dem letzten Krieg mal einen zu haben, der nicht ganz so anstrengend ist. Große Vermessung. Mein Ratsverwalter Herzog Odon hatte die Tollkühnheit, die sämtliche Grundstücke in meinem Reich in einer gewaltigen Vermessung festzuhalten und so definitive Aufzeichnungen um meine Besitztümer zu erstellen. Wenn ich dieses Wissen hätte, würde mir dies die Verwaltung sowie die Steuer gewaltig erleichtern, obgleich die anfängliche Investition nicht gering ausfallen würde. Machen wir so. Erstmal gucken, ob das überhaupt was bringt, was der uns da vorschlägt. Da unten ist der Krieg jetzt gewonnen. Was meine Vermesser, ein gefundenes Ziel für Banditen und Diebe sein könnten. Auch eine unvollständige Vermessung könnte Verbrecher wertvolle Informationen über mögliche Ziele hin. Um meinen Untertanen so schon fehlt Etienne, dass ich jeden Vermesser von einer bewaffneten Akkorde begleiten lasse. Ein Gesetz ist Schutz genug für meinen Untertanen. Ich organisiere eine Miliz, die meine Vermesser beschützt. Lasse jede Gruppe von Vermessern von einem Champion begleiten. Ja, das kann man machen. So, jetzt mal. Aber der ist hier. Niemand kann eine Horde von Grafen unter Kontrolle halten. Aufstrebende Eroberer müssen sich auf höherstufige Vasallen wie Herzoge verlassen, die ihr Land für sie verwalten. Ihr seht eure aktuelle Vasallenschwelle in der Domänenansicht. Ähnlich wie die Domänenschwelle solltet ihr auch eure Vasallen nicht überschreiten. Um Nachteile zu vermeiden, empfiehlt sich eine Konsolidierung der Vasallen. Dies erreicht man am besten, indem ihr euren Vasallen Herzogtümern gewährt. Beherrschen sie über eine größere Fläche und entlasten euch. Dazu müsst ihr jedoch über ein Königreich oder ein Großreich verfügen. Macht nicht den Fehler, einen eurer Haupttitel abzugeben. Mhm.
Er hat bis jetzt nur Grafschaften. Können wir dann... So, was haben wir denn hier noch am Hof rumrennen? Okay, Hammer. Oh, das war natürlich jetzt ein guter Schlag. Also da hat das uns auf einmal richtig viel gebracht hier. Wir sind im Jahr 1032. Wann beginnt denn das Frühmittelalter? Steht das auch hier irgendwo? Während der Vermessung durch Turnreichsten wurden sie vom Briten überfallen. Zum Glück konnten die Soldaten, die sie begleiteten, die Schurken in die Flucht schlagen. Welch böses Erwachen, als heute Morgen zu meinem Gottesdienst allein euer Assessoren eintrafen. Offenbar haben die kriegskrämig dreinschauenden Beamten, die vor meiner Tür warteten, viele Gläubige davon abgehalten, meinen Gottesdienst zu besuchen. Nein, nicht schon wieder die alle. Stammesautorität nicht richtige Messe und der Kulturgruppe.
Meine Assessoren durch Arnsberg reisten, wo die von Banditen überfallen, bla. Ja. Der mag uns mittlerweile. Darf auch gehen. Er kenne. Sehen die mal an, die ist. Okay, dir gebe ich noch einen Titel dafür, dass du ein bisschen netter bleibst. Na, wie wär's? Oh je, nach langen Monaten der Bewertung sind meine Lande endlich vermessen. Meine Assessoren haben eine akkurate Bewertung meiner Besitztümer erstellt. Nun ist gewährleistet, dass meine Steuereintreiber nichts Wichtiges mehr übersehen, wenn sie berechnen, was mir schuldet. Mit stolz geschwellter Brust fragt mein Ratsalter mich, wo wir die Aufzeichnung aufbewahren sollen, jetzt da die Auswertung abgeschlossen ist. Entwicklungszuwachs plus 20% und wenn wir das nicht machen, Verwaltung plus 1, Ränkespiel plus 1, Besitztumssteuern plus 7%. Ja, komm, Entwicklung ist aber gut. Entwicklung braucht jeder. Kriegsunterhalt pro Schrecken. Wie alt sind wir eigentlich? Wir sehen so jung aus. 44, sind wir gar nicht mehr so jung. Jetzt übernehmen wir noch ein Land. Oder warte mal, wir gucken auf die Fraktion. Ne, die ist eindeutig schwächer geworden. Okay. Dann ein Krieg und dann gucken wir mal, dass wir das, was wir in Bayern haben und das, was wir in Böhmen haben, zu unserem Glauben bekehren können, weil es dann einfach nochmal ein Stück einfacher alles wird für uns. Böhmen. Keine Verbündeten. Ist auch noch das Land von Kingdom Come Deliverance, also umso besser, wenn wir sowas haben, finde ich dann nämlich cool. Das Herzogtum Böhmen möchte ich gerne. Hab ich denn? Denn die mit dem Belagerungsmaschinen. Man weiß es noch nicht. Da sind die Belagerungsmaschinen. Okay. Dann gehen. Ah, okay, die vier meinetwegen. Da belagern. Erik wird erwachsen. Ja, ich bin ja froh. Nicht. Das wird ein ziemlicher Arschsohn sein. Und dann das Böhmen. Anspruch auf Leuchtenburg. Seit Monaten gräbt Zigmund Sukraf, Bischof von den Hanebüchen Verträgen und fällt Stamm.
Oh, da greifen wir sogar noch an. Gar nicht. Mutig, mutig. Okay. Noch ein Vorzug. Aber diesmal. Meinung Republik, ja, plus 20, Republikan Vasallen schon plus 15%. Böhm erobert den Böhm? Was ist das denn für ein Quatsch? Oh. Wir haben direkt den Typen von Böhmen festgenommen. Fast dasselbe, ne? So, nee, da sind wir. Gut. Nein, wir können Königreich Böhmen übernehmen. Will ich haben. Fragt er mich? Was ist eigentlich mit? Weisheit war wahr. Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Ich war immer euer treuer Vasall. Doch ihr versteht sicher, dass ich eigene Untertanen habe. Meine derzeitigen Bande sind äußerst streng. Ihr seid doch sicher gucken, um zu erkennen. Das Weisheit wäre ein wenig milder zu sein. Außerdem schuldet ihr mir was. Die Bauern in Häuptlingstum von Arezzo sind bei bester Laune. Die Ernte ist üppig, die Straßen sind sicher. Die Dorfältesten erzählen unsinnige Geschichten über Kühe, die mit Honig gesüßte Milch geben und Gänse, die goldene Eier legen. Die Bauern preisen mich für Glück und haben abgesandt ihres Standes Geschenke zum Spiel. Ich nehme Geschenke holt voll an. Spannend. Schick Truppen los, um mehr Geschenke einzusammeln. Auf gar keinen Fall. Moment. Er ist noch im Krieg. Er verliert aber gerade gegen Osterland. Typ hier, hallo. Eine Ratsspitze hat schon wieder ein Kind gekriegt. Ja, die ist aber fleißig bei der Arbeit. Gut, hier ist wieder. Der hat den Krieg mal verloren? Hat den Krieg verloren, endlich. Königreich Böhmen ist meins. Ich danke.
wie viele Königstitel haben wir jetzt? Wir haben Hochkönigreich Britannien und Italien. Und wir haben das Königreich von Schottland, Wales, England, Irland, Lothringen, Italien, Venedig, Romagna, Bayern und Böhmen. Das ist okay. 41 Titel. Kann keine Titel erben. Wie können wir das denn machen, dass wir kein Stamm mehr sind, dass man sich da mal weiterentwickelt? Geht das nicht irgendwo? Wahrscheinlich schon, ne? Gar keine Wahl. Du musst keine Wahl hier reinlassen. Meine Tochter Inga hatten wir jetzt auf meine Dynastie. Okay. So. So. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Fraktionszugehörigkeit. Herzog Stain missbraucht seinen Einfluss, um die Fraktion, eine Fraktion, die Graf Rapporte von Nürnberg auf den Weichen Ton bringen möchte, zu fördern. Ich glaube, die Repräsentant wäre ein besserer Herrscher als ich. Obgleich ich nicht an der Überzeugung von Stain zweifle, ist er auch nur ein Mensch. Wenn ich ihn dazu bringe, kann diese Attraktiven zu unterlassen, kann ich wieder mehr Macht über meine Vasallen gewinnen. Ansprüche, okay. Bote von Nürnberg, ist das nicht in meinem, Da! Da! Ja, das hätte mir jetzt nicht zeigen dürfen.
Wenn er meint, er hätte Ansprüche, dann werden wir immer fragen gehen, ob er das wirklich so meint. Nein, nee, ich möchte nur Nürnberg haben, das heißt doch nur auf die Grafschaft. Er wird nicht wissen, was da auf ihn zukommt, von daher ist alles schon in Ordnung. Ja, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Hallo. Nicht weiter wachsen. Stopp. Das reicht. Ach. Am besten nehmen wir den jetzt einfach fest bei der Belagerung und dann könnten wir den hinrichten und schon gäbe es diesen Anspruchsteller nicht mehr. Das wäre jetzt der ideale Weg, denke ich mal. Der ist schon 55. Oh komm. Jeder soll mal auch ein bisschen, ne? Hat dann zu Hause. Gut. Können wir den jetzt langsam austauschen hier? Obwohl der ist schon alt, der stirbt auch eh, ne? Untertanenerpressung. Landlos. Können wir denn hier machen? Gar nichts. Kann der jetzt überhaupt noch was tun? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Wenn wir nur sein Land weggenommen haben, kann er doch keinen Anspruch mehr stellen. Ja, Quatsch. Gehe ich mal von aus zumindest. Ah, die schreiben hier alle Bücher, das ist ja der Wahnsinn. Ja, einfach loben. Wir loben die einfach alle. Die mögen uns mehr und wir kriegen mal so ein bisschen Währung. Da müssen wir nichts riskieren. Muss aufsammeln. Rubine nehmen. Was ist das denn für eine Konkubine? Hilfe! Hm, der macht sich weiter ganz gut. So, was macht sich hier? Franzchen, ist da mal was? Nee, der ist 43, da ändert sich noch rein gar nichts. Und die Tante hier von dem Reich hier ist... Oh, die hat, hat die denn da so beschnitten im Gesicht? Sicherlich nicht so gesund. Aber auch egal. Oh. Ja, dann sind uns immer noch die zwei Richtungen komplett. Uns halt vergessen, ne? Böhmen.
Populisten. Wir hätten jetzt die Macht, einfach, ne, der ist jetzt zum Beispiel blöd. Rote 15. Das denn? Wenn ich mein Reich erweitern möchte, muss ich gültige Ansprüche auf Fremdländer haben. Zum Glück gibt es dort draußen zahlreiche Anspruchsteller, die im Tausch für militärische Unterstützung bereit wären, meinen Vasallen zu werden. Nee, dann müssen wir nicht erpressen. Ist ja auch, glaube ich, ganz gut. Wir haben keine Probleme und das ist angenehmer Herrscher. Der hat irgendwie gar nicht so diese ganzen Nachteile, die die Mutter zum Beispiel noch von ihm hatte. Gut. Bayern und Böhmen sind eingenommen. Das ist schon mal erfolgreich. Mal gucken, was wir jetzt machen.